Hallo Leute, was geht? Der AC1005 hier mit Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. ja, wir waren jetzt hier das letzte Mal stehen geblieben vor dem Tempel des Atmosphärengeistes. Wir können noch mal kurz reingehen. Hier Tempel des Atmosphärengeistes und so. Lulea hat jetzt die Fähigkeit, hat sich mit dem Blabla Elementargeist der Atmosphäre verbündet. Und wir gehen jetzt mal wieder hoch und gucken mal, was da oben so ein bisschen los ist im Thronsaal. Da ist der König und Sarosch. Lylea, ich bin dir sehr dankbar. Aber auch eure anderen bin ich sehr zum Dank verpflichtet. Da... Ich bin heute schon wieder drauf, naja. Da bist du ja. Und der Mann, der sich auf der anderen Seite des Tores befand, ist auch hier. Ja, dank dir konnte ich endlich zurückkehren. Verstehe, das Siegel des Tores wurde wohl gebrochen, als ich den Geist der Atmosphäre befreit habe. Lasst mich euch bitte den Mann zu meiner Rechten vorstellen. Er ist der wahre König von Krytios, Prinz Jareds Vater, König Theos. Donnerwetter! Was, der König lebt? Ich dachte, der frühere König sei verstorben, so dass Jared zum rechtmäßigen Thronfolger auserkoren wurde. Bestimmt, mein ältester Sohn Jared soll einst den Thron Krytios erben, um das Land zu regieren. Jedoch konnte ich eines Tages ein Gespräch zwischen ihm und einer mir unbekannten Frau vernehmen. Sie erzählte ihm von heiligen Gegenständen, die sie Force nannte, und von Elementar. Sie redete ihm ein, dass er zu höheren Berufen sei und er mit ihr zusammen eine Weltmacht gründen könne, wenn er besagte Gegenstände in seinen Besitz bringe. Zudem hat sie ihm gesagt, bei wem sich diese Gegenstände befinden. Verstehe, verstehe. Er war also auch nichts weiter als eine Marionette. Ich war schockiert, als ich dieses Gespräch beendet war und redete laut auf meinen Sohn ein. Aber es war zu spät. Er war bereits überzeugt von ihren Plänen. Das Einzige, was er noch brauchte, war eine Armee. Um das Kommando zu übernehmen, musste er also nicht den alten König stürzen. Zu meinem großen Bedauern tat er dies auch. Er und diese Frau sperrten mich in den Geheimgang hier im Thronsaal ein. Dort warf er mich hinter das Tor. Er wusste nicht, was das für ein Tor war, aber er wusste nur, dass man nie wieder zurückkehren kann, wenn man erst einmal hinter ihm ist. Ich war eine ganze Weile hinter dem Tor, doch irgendwas dort hat mich davon abgehalten zu sterben, obwohl ich keine Nahrung hatte. Magic, oh Magic! Dann war der echte König also in der ganzen Zeit am Leben und sein Tod wurde dem Volk also nur vorgespielt? So ist es. Jared hatte dies alles inszeniert. Ich konnte nichts unternehmen. Das alles tut mir so unendlich leid. Auch ich war nur eine Sklave seiner Macht. Mach dir keine Vorwürfe, Sarosch. Nun ist der wahre König wieder an seinem rechtmäßigen Platz. Und mein Sohn bekam wohl die Strafe, die die Götter für ihn vorgesehen hatten. Sterben! Ich weiß nicht, wie ich euch danken kann. Ohne euch wäre das wohl alles nicht möglich gewesen. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, sagt es mir. Ihr habt einen Wunsch frei, der euch gewährt sein soll. Oh, ich wüsste da schon was. Aber erstmal viele Zenny und dann will ich noch ein schönes goldenes Schwert. Ach ja, und... Verhandelt mit einem Friedensvertrag mit Cresta aus. Das sollte der Wunsch sein. Ich war noch nicht fertig. Lass nur sein. Lilias Vorschlag ist durchaus angebracht. Wegen der Sache mit der Prinzessin sind beide Königreiche total in Aufruhr. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was nun erstmal geregelt werden muss. Was willst du überhaupt mit dem ganzen Schnickschnack? Ich trainiere dich, dann brauchst du sowas nicht. Ach, verdammt. Nun gut, so soll es sein. Der Vertrag wird sofort ausgehandelt und abgeschickt. Und ihr wollt wirklich nichts für euch selbst? Wir haben schon einen Lohn für unser Tun bekommen, einen sehr großen sogar. Den Elementargeist der Atmosphäre. Yay! Dann wünsche ich euch im Namen des gesamten Königreichs noch viel Erfolg für den weiteren Verlauf eurer Reise. Ich werde die Nachricht vom neuen alten König sofort kundtun. Dann könnt ihr euch hier frei bewegen. Sehr gut, Sarosch, du bist der Beste. Die. Ach, Lilea. Was gibt's?
Jetzt haben wir das Königreich ja doch gerettet. Tja, so ist es gesagt, ne? Die Lilea, die Frauen bekommen immer alles. Ich werde Krytios wieder auferstehen lassen. Sehr gut. Und die Orse-Musik, ich liebe sie einfach. König Theos hat immer ein offenes Ohr für jeden seiner Untertanen. Träume ich eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Sowas wie Wunder gibt's ja doch gar nicht. Ja, wir haben das Königreich gerettet. Krytios ist wieder das alte, gute Königreich mit König Theos. Gerald ist tot. Und im Schloss spielt die Orse-Musik, die ich schon immer geliebt habe. Wie ich das Spiel im Offplay gespielt habe. Es war immer schön, diese Musik zu hören. Ich glaube, wir bleiben noch kurz im Schloss. Ja, das denke ich auch. Da wird es mir richtig warm ins Herz. Aber wir gehen jetzt trotzdem. So, wir können hier raus und werden nicht mehr gefangen genommen. Die Pforten mögen euch immer offen stehen. Yay, 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 yay. Okay. So, hey, das sind die anderen. Ihr seid unglaublich, ihr habt noch viel mehr erreicht, als unser eigentliches Ziel war. Sardosch kam gerade eben hier vorbei und hat die Nachricht verkündet. Aua. Ist euch klar, dass ihr ein ganzes Königreich gerettet habt? Ja, das ist uns klar. Sei, das wollte ich schon immer. Übrigens, Alex, wolltest du ihnen nicht noch etwas geben? Stimmt, du hast recht. Eis vor sie halten, Wasser vor sie halten. Sehr gut. Die werdet ihr wohl noch benötigen. Zwei weitere Forst, das wird uns später sicherlich noch helfen. Sieht nicht so aus, als wäre das Windforst. Wäre es das Windforst? Donner will ja auch nicht. Tja, dann müsst ihr wohl noch, der wohl oder übel noch warten. Ach, ich bin auch ohne stark genug. Gute Einstellung. Hey, seid gefälligst dankbar für dieses tolle Geschenk. Ich würde euch ja gerne mein Lichtforst geben, aber dummerweise habe ich es nicht mehr. Warum eigentlich nicht, Prinzesschen? Ist es bei den Königsschätzen? Dann hätten wir ja kein Problem. Also es ist Folgendes passiert. Wie ihr wisst, wurde ich von ein paar von Geralds Untergebenen gefangen und verschleppt. Gerald war auch dabei und sagte mir, dass er weiß, dass ich das Lichtforst besitze und auch, dass sich das Eis und Wasser vor in Crestor befinden. Zunächst war ich verwirrt, warum er darüber Bescheid wusste, aber ich wollte auf jeden Fall verhindern, dass er mein Forst bekommt. Deswegen habe ich es in der Nähe des Richtungspfads weit nach Süden geworfen. Er war stinksauer, als er bemerkte, dass ich das Lichtforst nicht bei mir hatte und sperrte mich ein. Das war die ganze Geschichte. Das heißt, wir sollten einfach mal zur südlichen Region gehen und uns dort umsehen? Das wäre wohl das Beste. Danke für den Hinweis. Also dann, wir müssen uns langsam auf den Weg machen. Wir danken euch nochmal viel für eure Hilfe. Ja, danke auch Alex und Ding und Bumm. Und natürlich bedanken wir uns auch bei dem mutigen Söldnertrupp. Kommt uns doch mal in Crestor besuchen. Die Pforten stehen euch offen. Okay. Hey, Deborah ist ja auch noch da. Und was werdet ihr nun tun, Schwesterchen? Ich denke, wir werden ein bisschen durch das Land streifen und schauen, ob uns irgendwer anheuern will. Das wird nicht so einfach ohne unsere Anführerin. Oh, lass mal, Marlene ist eine mindestens genauso guter Boss, wie ich es bin. Und übrigens, Kurt, ich rate dir, dass dir nichts passiert, sonst wirst du den geballten Zahn einer großen Schwester spielen. Schluck. da hast du es, Kurt. Pass bloß auf mich auf. Also dann, macht's gut. Tschüssi, Marlene. Tschüss, Kurt. Hallöchen, Bora. Und ich hatte extra noch gesagt, dass du solltest diese Geier auf den Kopf schlagen. Was wirst du nun tun? Da der alte König zurückgekehrt ist, wirst du seine Dienste wieder dem Königreich erteilen? Nein, ich werde wieder zurück zu meiner Hütte in die nördliche Region gehen und weiter an meinen alchemistischen Fähigkeiten arbeiten. Wieso bleibst du nicht hier? Mit dem Tod Geralds konnte ich endgültig mit dem Kapitel meines Lebens abschließen. Ich kann Krytios nun sorglos hinter mir lassen und mich ganz auf meine Forschung hingeben.
Na dann, ich hoffe, du wirst Erfolg haben. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. So, wir gehen jetzt aus Kryptos raus. Einfach so, weil ich's kann. Und gucken mal, wo es uns so hin verschlägt, würde ich sagen. Dieses Kapitel auf jeden Fall beendet. So, hier ist der Ausgang. Hey, wartet einen Moment. Sarosch? Was ist hier nur los? Ich weiß es nicht. Ein Glück, dass ich euch noch eingeholt habe. Was gibt's denn? Haben wir was vergessen? Nein, aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich wenn ich euch meine Dienste erweisen kann, dann... Ich würde euch gern begleiten. Das, was alles in dem Schloss passiert ist, es lässt mir keine Ruhe. Ich möchte mehr über all dies erfahren. Du willst mit uns kommen, aber was ist mit dem König? Er braucht dich doch. Das geht in Ordnung. Es gibt im Schloss ja noch anderes Personal. Also eigentlich freuen wir uns ja über jedes Mitglied, das uns helfen will. Aber ist er auch ein Angehöriger? Lylia, keine Sorge. Deine Sorge ist unbegründet. Atmosphärengeist. Wie meinst du das? Nehmt ihn in eure Gruppe auf. Ich konnte schon mehrfach deutlich erkennen, dass sich in ihm elementare Kräfte verbergen, als er vor meinem Tempel stand. Oh, was? Mit wem hast du da gerade gesprochen? Oh, eine lange Geschichte. Du kannst uns selbstverständlich begleiten. Wir werden dir alles erzählen. Ich danke euch. Ja? Juhu! Sarosch ist nun bei uns. Gehört zum Team. Yay! Sarosch, der Magier, gehört nun zum Team. Und wir gehen aus Kryptos raus. So, derweil an einem anderen Ort. Und zwar beim Weltentor. Und genau so war das. Eine Unverschämtheit von diesem Pack. Wie lässt sich aber dennoch keineswegs überraschen. Die Force wollte ich beschlagnahmen, damit gar nicht erst diese Gefahr besteht, dass sich ein paar Menschen auf die Reise begeben. Hey, für mich klingt das alles nach einer Menge Spaß. Ich werde töten, diesen Abschaum zerstören. Bleibt ruhig, kein Grund zur Aufregung. Wie Nika es beschrieben hat, haben wir anscheinend das Glück, dass sie noch nicht sehr weit sind. Wenn wir sie jetzt angreifen, haben sie keine Chance. Ich selbst werde es nicht tun, da ich aufpassen muss, dass die Hülle von Nemesis richtig aufgeladen wird, um ihn wieder auferstehen zu lassen. Also darf einer von euch sie aufspüren und zur Strecke bringen. Keine Sorge, meine Freunde. Es wird im Handumdrehen erledigt sein. Aber ich will sie zerfetzen. Lass gut sein, Gorsam. Ich denke, dass Zed für diesen Job besser geeignet ist. Es wird sicher keine Enttäuschung geben. Bis bald. Na dann. Ich liebe es. Derweil an einem wieder anderen Ort. Und das ist alles, was wir bisher wissen. Ich verstehe, das ist wirklich ein äußerst schweres Schicksal, welches ihr da genommen habt. Doch bin ich weiterhin gewillt, euch zu unterstützen. Okay. Ich kann etwas spüren. Weit, weit weg von hier spüre ich schlafende Kräfte. Das Signal ist nur sehr schwach. Tut mir leid, aber von wo genau es kommt, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß es! So. Was ist hier nur los? Ich kann nun auch einen weiteren Elementargeist spüren. Das Signal ist sehr stark. Es muss hier irgendwo in näherer Umgebung zu finden sein. Nein! So, und jetzt sterbt alle! Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Ja, stimmt, der Feuergeist hat noch keinen Elementargeist aufgespürt. Er konnte ja wahrscheinlich den Elementargeist der Atmosphäre nicht aufspüren, der Feuergeist, weil dieser ja gefangen war in diesem Kristall, sag ich mal. Und von dem her scheint mir das so irgendwie. Ja, mach nur Barriere. Ich wollte jetzt irgendwas sowieso noch machen. Das habe ich wieder vergessen. Critical! Nochmal Critical! Lala für Lylia, Xai! Und für Tapio. Schlag der Benommenheit wurde erlernt, oder wieder? Jo. Genau. Hier ist das Königreich. Wir sind von links damals gekommen.
Genau, weil wir durch den Kratos-Vulkan gegangen sind und wir können natürlich jetzt den normalen Weg hier nach rechts weitergehen, da ja die Pforten für uns geöffnet sind und wir keine Angst mehr zu haben brauchen, dass wir erwischt werden.